Herzlich willkommen zurück. Oh, mit dem. Zu The Solus Project. So, wir haben jetzt hier den Schlüssel ja geholt. Und dann versuchen wir erneut, wieder zurückzugehen. Und ich fürchte, der verfolgt uns ja auch, dass jetzt die Kugel natürlich auch wieder da ist. Vielleicht hätte ich jetzt mal den Weg einfach auch gehen sollen, aber ich weiß es nicht. Ich habe da echt keine Ahnung. Aua. Nee. Bum, bum, bum. Ich glaube, liebe Leute, hier weiß ich eigentlich, dass es rausgeht. Dehydration? Beziehungsweise jetzt bin ich doch wieder da, wo ich beim letzten Mal war, ne? Ja, super. Na, jetzt gehen wir diesmal aber hier lang. Ich kehre jetzt nicht nochmal um. Ach, viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt den Ausgang nicht mehr wiederfinde. Aber irgendwo werden wir hier schon rauskommen. Sofern das nicht auch irgendwie da irgendeine Sackgasse ist. Ich finde das gerade ziemlich bitter eigentlich. Den Schlüssel Schlüssel gefunden, aber bringt irgendwie nichts, weil ich den Ausgang nicht mehr finde. So, bis hierhin bin ich letztes Mal auch gegangen und dann hatte ich kalte Füße gekriegt, um dann in den Tod zu laufen. Andere Richtung. Ich glaube, da bin ich nämlich gerade im Kreis gelaufen. Da war nämlich schon wieder das Wasser. Ja, aber hier komme ich ja nur wieder hoch, oder? Hä? Komme ich nicht in die Richtung? Ich finde nicht mehr raus. Ach so, ich muss jedes Mal die leere Flasche auswählen. Ich habe keine. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Oh,
den Ausgang gefunden. Ja. Nicht zu früh freuen. Das Ding. Das Ding ist nämlich noch da. Wenn man der Musik zumindest glauben darf. Yes. Gleich beim ersten Mal. Boah, also das hatte es echt in sich. So, jetzt schön hier nach oben, dann können wir speichern und dann können wir durch die Tür gehen. Und diesen Ort hinter uns lassen. Boah. Also das war aber echt... ganz schönes Stück Arbeit hier. Aber der Schlüssel und ja, was uns hinter der Tür wohl erwartet. Die Befürchtung, dass es nicht besser wird. Vor allem, wenn uns ja dann gleich diese Fallen begrüßen. Das macht's echt nicht besser. Bumm. Ja. Zugang zum Nichts von allem. Ja, wie ich auch schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt hatte, ich hätte echt gerne die Taschenlampe behalten. Oder habe ich das in dieser gesagt? Aber ich wusste ja nicht, was einen hier erwartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die war noch auch Mist. Die waren auch nicht nett. Die waren auch nicht nett. Hätte man sicherlich auch irgendwie verstecken können. So, sind wir jetzt hier mal an einem Ort, wo man mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt? Nein, da... Es ist hier auf jeden Fall ziemlich heiß. Da haben wir noch wieder was zu essen. Habe ich noch Platz mit uns? Dann essen wir eben. So. Und nehmen den mit. Und dann gehen wir mal schnell weiter. Okay, hier haben wir eine Säule. Und eine Säule. Und da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Ach, Rätsel. Also das ist echt gut, dass wir jetzt mal wieder so einen Rätselpunkt haben. Die kann ich ja nur nach vorne verschieben. Die kann ich... gar nicht verschieben. Nee. Die kann ich so nicht verschieben. Die kann ich hier nach vorne schieben. Aber auch nur bis... da, okay. Da drauf, da drauf, dahin, ja. Aber. Ach so, komme ich mit dem Teleport-Ding da? Ne, da komme ich auch nicht durch, ne? Ich muss auf die andere Seite kommen. Stand die hier irgendwo im Weg? Nee. Da ist ein Weg.
Oh, ich hoffe. Mal gucken, wo wir da jetzt rauskommen. Aha. Hier ist ein Gitter. Sind wir hier lang? Ein kleiner Irrgarten. Ah, okay. Jetzt sind wir... Von hier können wir immerhin auf diese Säule drauf. Ja, aber das bringt uns ja jetzt nichts. Es ist schon mal dann gut zu wissen, wie wir da hochkommen. Die Frage ist jetzt... Wie kommen wir da rein? Oder kann ich vielleicht... Ups, gegen das Mikro gekommen, Entschuldigung. Vielleicht... Doch mal eben auf die Säule gehen. Gucken, ob's... Ja, genau. Dann kann ich wahrscheinlich... Na, das ist mir gerade... Genauso. Ah. Also ich muss sagen, diese Rätselaspekte machen mehr Spaß als das Weglaufen. Aha. Jetzt kann ich hier immer lang. Wieder die Währung von denen. Und mit dem Teleporter nach unten. Und jetzt... Oh, haben wir hier sogar eine Schrift nochmal. Die Kugel, 3 von 4. Wir schnitten in den Felsboden, um an seine Knochen zu kommen. Knochen, die das Gift hinwegwirbeln. Die Himmelwesen gaben uns Hitze, um das Metall für die Flügel zu schmelzen. Flügel, die sich drehen werden, um die Knochen anzutreiben. Jetzt kann man den hier auch einmal rüberschieben. Ein Stückchen noch. Und noch ein Stückchen. Und dann noch ein bisschen in diese Richtung. Noch ein bisschen nach da. Wo komme ich jetzt zwischen? Also einigermaßen. So. Noch ein bisschen rüber, würde ich sagen. Das müsste möglich sein. Den hier auch nochmal wieder ganz rüber. Das hat ja eben ganz gut geklappt. Dann würde ich sagen, dass wir hier nochmal schlafen. Ich weiß ja wieder nicht, was uns da noch alles erwartet. Zumal hier auch nochmal zu trinken und zu essen ist. 4 zu 24 Stunden. Wir sind jetzt bei 17, also 7 Stunden. Können wir da ruhig nochmal... uns ausruhen. Unterbrochen. Warum? Erdbeben. Nächster Versuch. Also beim Beben können wir uns nicht in den Schlaf wiegen lassen, aber ich würde jetzt halt auch gerne nochmal unsere Gesundheit wieder hochkriegen. Perfekt. So, trinken müssen wir nochmal. Das ist auch kein Problem. Ja, da guckst du, ne? Spannend, wenn andere Leute trinken. So. Ab dafür. Da hoch. Hier rein. Da drauf. So, mal gucken, ob es jetzt passt. Oh, das ist aber schon stattlich.
keine Ahnung, ob es geklappt hat. Nö. Ah, das ist ja... Das sieht man ja gar nicht. Andere Richtung. Das sieht man ja gar nicht richtig, ob das geht oder nicht. Aber es hat, glaube ich, Klonk gemacht. Und deswegen hätte man sich auch schon überlegen können, dass es nicht geklappt hat. Nehmen wir das jetzt mal als Indikator. Denn es macht Klonk, dann liegt es drauf. Klonk, Klonk. Nur einmal Klonk. Ach, tatsächlich. Wunderbar. Auch hier werden wir wieder beobachtet. Es bebt hier auch wieder ganz viel Gold. Ich hoffe, wir sind erstmal hier safe. Dann gucke ich mir erstmal nämlich hier ein bisschen um. Können ja die Kerzen wieder anzünden. Zugang zum Nichts von allem. Speichern. Und ich nochmal. Sonst verjache ich mich nächstes Mal wieder. Trinken. Und ja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe nicht wieder so ein Viech. Oh. Lalalala. Wir sind ja safe. Wir sind ja safe, hatte ich gesagt. Ah, das war wieder der Fehler. Das war wieder der Fehler. Also auch da wieder Fackel aus. Also das mit der Taschenlampe ist echt blöd. Also damit mache ich mir das Leben echt schwer. Was soll man machen? Was soll man machen? Man kann nichts machen. Kannst du machen nichts. Aber dafür läuft es ja eigentlich ganz gut. Vielleicht ein bisschen viele Tode gerade, aber naja, mein Gott. Wir kommen immerhin voran. Langsam, aber sicher. Wir haben diese Siedlung abgeschlossen, das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, was jetzt dann als nächstes dahinter wartet. Achso, ich glaube, das ist echt immer eine Minute. Ladebildschirm. Texturen werden noch nachgeladen. Die muss ich mir also auch merken, immer wenn so dieses Gefleckte ist. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich nehme dann lieber den Teleporter in die Hand. So. Wow, ist das hier Lava? Scheint so. Nee, ist es nicht. Dafür ist es zu kalt. Ach, das sind die ganzen Anzeigen noch von vorhin. Der aktualisiert das nicht. Oder soll das doch Lava sein? Das sich so ein bisschen so an, ne? Aber dafür ist es zu kalt. Temperaturmäßig. Oh, guck mal, da sind gefährliche Sachen. Ich bin echt überlegen, ob ich eben nochmal speichern soll. Komm, ich speichere nochmal eben und dann sind wir auch wieder bei 20 Minuten.
gerade doch lieber ein bisschen häufiger speichern, aber dann muss ich nicht nochmal durch das Giftzeug durch und ich weiß halt nicht, was da noch alles auf mich wartet. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Sterben bei The Solus Project. Bis dann.